Ja, und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Es war wirklich so, wie ich es in der letzten Folge vermutet habe. Wenn man die Aufträge abschließt, kommen weitere neu dazu. Ich habe jetzt gleich den nächsten ausgewählt. Und wir hoffen, dass das einer ist, den wir eben brauchen. Oder den ich eben machen will, bevor wir da ins Phantom Liberty DLC reingehen. Das ist wieder einer von Wakako. Und dann müssen wir eben halt auch noch zu Regina Jones gehen. Um da diese zwei Aufträge zu bekommen oder zu finden. Das ist gleich hier. One of my netrunners is unresponsive, in spite of clear orders to remain in direct contact with me. Something must have happened. He would not dare go against me. Familiarize yourself with the brief and proceed swiftly. I need him. All right. SOS Söldner gesucht. Ziel: Netrunner Chang Hoon Nam. Binden 67 Jahre, gewöhnlicher Mitarbeiter. Restaurant Christian Street. Details. Jahrelang habe ich dafür gearbeitet, Aufträge unkompliziert mit einer von mir sorgsam zusammengestellten Crew zu erledigen. Ich habe Chang Hoon Nam vor Jahren selbst rekrutiert und er hat mich noch kein einziges Mal enttäuscht. Ich weiß nicht, dass ihm zugestoßen ist, aber du musst ihn finden. Sieh im Keller dieses chinesischen Ladens nach. Dort lagert er seine Ausrüstung und nimmt manchmal ein, zwei Aufträge nebenbei an. Er muss noch am Leben sein. Wäre er tot, würde er garantiert als Geist zurückkommen und sich entschuldigen. Genau wie in diesen Geschichten aus dem alten Land, die Brechreiz bei mir auslösen. Der Mann ist sentimentaler als ich. Okay, kurze Frisur, orange Haare, so ein rotes Augenteil. Keine Ahnung, wie man das schreiben soll. Im Keller des Restaurants hier nachschauen. Ah, hier waren wir auch vor kurzem erstmal. Oh, das sieht lecker aus. Wait. Aber da waren wir auch schon unten drin. Da war doch so ein Stuhl. Ja, das war hier. Das war exakt hier. Das war genau hier. Da waren wir schon. Da ist so Minen drin. Genau, die Minen sind schon ausgeschaltet, da wir ja schon hier waren. Sind zumindest noch nicht wieder an. Yes, das war hier. Alter, ist das dunkel. Jang Hoon Nam. Look, Fee, it's you in the near future. Every Netrunner ends up the same way, brain fried by some corpo ice. Looks like he's still breathing. Schön, dass du das sagst, Johnny. Sich das sein soll irgendwann. Werden wir ja sehen. Hallo? Finde heraus, was mit Chang Hoon Nam passiert ist. Privatnotiz. Spectral Kid. Derek Craddock. 67% Kollokationsübereinstimmung. Keine zeitliche Übereinstimmung. Da ist es nicht. Amir Owens. Baron Eraza. 74% Code-Zufall, aber zu alt. Spectral ist maximal 13 Jahre alt. Luan Roberts. UX97 Inaktivität verschlüsselt. Jenny Beller, Setup weggeschlagen. Tish Lyles,
T-Bug fragen, vielleicht kennt sie sie. T-Bug. Helft mir. Hier unten ist es so dunkel. Okay, rausholen kann ich ihn nicht, offensichtlich. Und irgendwie ist das alles ein bisschen am Brutzen hier. Was mir nicht unbedingt so gut aussieht. Sind auch noch aus, sehr gut. Dann waren wir schon ein bisschen mal zu schnell offensichtlich bei dieser Mission drin. Ach so. So, das ist die Tür. Hier gibt's eigentlich was. Chang Hunan. Kann man hier irgendwas machen? Nee. Hä? Er ist ja hier. Direkt vor mir. Kann es sein, dass ich die Mission zerstört habe, weil wir hier schon mal waren? Ach so, öffnen. Ernsthaft. Nachrichten, sofort melden. Meine Nachricht bekommen? Was ist los? Neue Arbeit. Namen, du wirst heute gebraucht. Spectral Kit an Zhang Hunam, Kang Tao Container. Ich sehe, du versuchst an den Kaiti Container zu kommen. Scheiße, warte auf mich. Komm alleine klar, danke. Versuchst du da was zu beweisen, du verdammtes Skorpion? Die alte Garde gibt niemals auf. Zu meiner Zeit wussten wir, wenn man etwas richtig anpackt. Die ausgelutschte Leier. Lieg ich nah? Benutzt du wenigstens den Splitter, den ich dir geschickt habe? Ohne den Rösten, die dein Gehirn. Ohne Scheiß, ein Opa wie du kann sowas nicht solo machen. Keine Panik, ich sagte doch, ich komme alleine klar. Was soll das werden? Dein letzter Ritt in die Abendsonne? Willst du mit einem Knall ausscheiden? Oder irgendein anderes Klischee? Ach, weißt du was? Ist mir mittlerweile scheißegal. Mach was du willst, du stures Fossil. Seconds. Wait, I can't. Wake up. Give me one moment. I don't know how long I hear, but as you Americans say, I'm starving. Ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. You're in luck. There's a restaurant upstairs. I know. The whole time. Those aromas. What torture. So you were conscious? Partially. More like in deep hibernation. Did you switch on the lights? Yes. I was ready for a game of twice for yes, once for now. But you beat me to it. Fine work you did. Any idea what's in the Corpo code case? You young people ask too many questions. See for yourself. Maybe it's not such a good idea after all. Ah, you're a fast learner. So, you're probably wondering who sent me. Wakako. She always finds an excuse to drag me to her place for dinner. You must visit me someday.
I'll show you a few netrunning tricks. Wasn't it me who just saved your ass? We never stop learning hard lessons. But you don't have to do everything alone. Thanks, I'll think about it. Sagte er, der das alleine hier machen wollte. Okay, kann ich mich jetzt hier einhacken? Oder habe ich das schon gemacht? Wahrscheinlich auch schon gemacht, ne? Und zu finden gibt es hier, glaube ich, echt nichts mehr. Na dann, bye bye. Bitte fürs Retten. Oh, Alter. Ich wollte gerade schon sagen. I was informed of how you handled yourself. Good work. I expected nothing less from you. I am closing the contract. Nice, war Karkos Liebling. Das war eine der Aufträge, die wir eben machen mussten. Kann ich das schon mal abstreichen? Und die anderen zwei sind eben, glaube ich, bei Regina Jones. Jetzt ist die Frage. Regina ist da drüben. Und ihre Aufträge sind da oder da. Und da ist noch eine Tarotkarte. Dann würde ich wahrscheinlich erstmal dahin gehen. Und dann dahin. 3 von 23. Ja, jetzt ist bloß die Frage, wie... Welche Nummer hat dieser Auftrag? Das heißt, es könnte noch lange dauern, bis wir da wirklich mit Phantom Liberty anfangen. Was ich ein bisschen schade finde mittlerweile. Ich doch echt gerne mal anfangen würde. Aber gut. Dass wir eigentlich auch schnellere Reise machen könnten. Aber ich finde es halt eigentlich cooler, wenn man fährt. Oder wenn dann wenigstens die Metro nimmt. Hat ja doch noch ein bisschen was anderes. Die Tarotkarte zeigt mir einen anderen Weg an, als hier zum Auftrag zu kommen. Weird. Du weißt ja, beides auf der gleichen Seite des Flusses. Wir gehen da erstmal zum Auftrag hin. Das ist unten. Park mal hier. Cooles Lied. Oh, hallo Leute. Einmal Selbstmord bitte.
Gibt's noch was zum Einsammeln? Fehlgeschlagen. Das ist gerade richtig gelesen. Nee, die sind beide schon tot. Die Läden hier sind ja auch immer irgendwie ein bisschen weird. Die Fertigkeiten splittet. Hey, B, got a friend in need. Wants to snatch back an eye he lost playing cards. An implant, I mean. Should be some easy breezy ads. Ups. Wollte ich nicht. You in? Catch the deets attached. Klar, zeig mal her. Rückholaktion Jacob Lambs Implantat. Bar Cajuhanten. Clarendon Street. Jacob Lamb hat mich angerufen. Er ist ein Freund von mir. Ehemaliger Regisseur. Wir kennen uns von früher. Seitdem Bushido X Verlust in Milliardenhöhe eingefahren hat, ist Jacob nicht mehr an einem Set gewesen. Heutzutage verdient er sich seinen Scoop als Kartenspieler. Vor einiger Zeit hat er sein Glück in dem illegalen Tiger Claws Casino versucht, das hinter diesem Fressstempel Cajuhanten liegt. Leider hat er sich da aber verschätzt und versucht, seinen Einsatz zurückzugewinnen. Erst war seine ganze Kohle weg, dann sein Ehering und schließlich eines seiner Optikimplantate. Jacob will das Implantat zurück. Ich schicke dir die Koordinaten des Casinos. Wie genau du an das Ding kommst, überlasse ich dir. Also war noch von Wakako. Wie, meine Liebe, deine harte Arbeit hat sich doppelt und dreifach ausgezahlt. Die Leute reden mit absolutem Respekt über dich. Das ist eine Ehre, aber auch viel Verantwortung. Vergiss das nicht. Die neuen Aufträge kommen nämlich von sehr einflussreichen Klienten, die keine Fehler tolerieren. Finde Dorfs behalten. Ah, wer findet Stuffs behalten? Cajuhanten Bar. Okay. Gehen wir gleich mal dahin. Waren wir hier nicht auch schon mal? Kommt mir bekannt vor. Auch schon drin. Still und heimlich. Wie eh und je. Huh. House is raking it in. Wonder what the boss has to say about it. Z-True X3 Betriebsanleitung. Auf den ersten Blick sieht das Z-True X3 so aus wie jedes andere Kartenblatt. Mit optischen Implantaten sowie der neuesten Zero X3 Software kann man jedoch die andere Seite einer Karte sehen. Dadurch kann ein vom Casino angestellter Spieler den Verlauf des Spiels kontrollieren, ohne bei den anderen Spielen Verdacht zu erregen. Casinos, die das C-True X3 erworben haben, melden im Durchschnitt einen Gewinnanstieg von 34%. Egal wie man es betrachtet, es lohnt sich.
Für die Bedienungsanleitung starten Sie die SER X3 Software und geben den folgenden Lizenzcode ein. Viel Glück! What the fuck, mies? Laden neue Schlösser. Von Lin an alle. Nachdem mehrmals Dinge aus dem Laden geklaut wurden, mussten wir die Schlösser austauschen. Die neuen Schlüssel werden nur gegen Pfand rausgegeben. Vielleicht lernt ihr Schwachköpfe dann mal was. Vorschlag von Woodman an Rookie Johnson. Hey, reden wir über gestern. Das Casino. Ich gebe zu, ich hatte verdammt viel Glück. Aber was soll der Aufstand? Ich habe das Geld gewonnen, ehrlich und anständig. War etwas übertrieben, mich von deinen Leuten da durchs Fenster rauszuschmeißen, oder nicht? Besonders nett war es jedenfalls nicht. Und ich kann es gar nicht leiden, wenn jemand nicht nett ist. Vielleicht muss ich dann auch mal nicht nett sein zu ihnen oder jemanden, den sie lieben. In diesem Sinne, ich habe herausgefunden, dass du einen Sohn aus einer früheren Ehe hast. Ich habe sogar ein Bild von ihm und seine Adresse. Du bist ein kluger Mann. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also, lass mich dir einen Vorschlag machen. Beweis mir, was ich gewonnen habe, die ganze Summe. Oder sag deinem Jungen, leb wohl. Klingt fair, oder? Woodman. Okay. Kann man machen. Muss man aber nicht. Ich glaube, das war gerade das Auge, also die Optik. Na, gleich mal schauen, kurz. Ich lege das Inventar an Übergabeobjekt. Ja, wir haben es schon gefunden. Aber ich meine, wenn wir schon hier sind, dann klären wir das Ganze hier. Und sowieso gibt es ja auch viel Money zum Abholen, Komponente und so weiter und so fort. Diese Seite ist es ein bisschen doof. Andererseits. Ah, shit. Geht nicht. Eine Blinkgranate rein. Leider ein Arbeit mit in den Tod genommen. Schade. Los verschwindet, Leute. Aber trotzdem ganz okay gelaufen. Okay, das war's. Mehr gibt's nicht. Naja. Das Ding ist links. Fällt plötzlich irgendwo noch eine Hand runter oder so. Der Übergabeort ist gleich hier. Ah, da. Und jetzt findet da was behalten.
Jacob got his eye back, so I'm closing this gig. But B, we both know that wasn't top quality work. Maybe try a little harder next time, okay? Gig closed, and thanks. Sie hat doch gesagt, es ist egal, wie ich das angehe. Und dann gibt sie mir die Schuld, dass es nicht gut war? What? Oder hätte ich das auch einfach rausholen sollen, ohne dass ich es bemerkt? Vielleicht. Naja, egal. Ich würde sagen, das war's wieder für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.